Heute parodieren wir Blazecraft nach. Jo, Kobold hier, genau, und vorerst noch, vorab wollte ich noch sagen, bevor das Video anfängt, ich habe einen eigenen Server am Laufen und ich suche derzeit noch ein paar Teammitglieder von A bis Z, also das heißt wirklich von Supporter bis hin zu Developer-Bildern und so weiter und so fort. Also wer Interesse hat, sollte auf diese IP joinen, Teamspeak natürlich, und wir gucken dann mal, was denn so passiert. Vielleicht bist du bald in unserem Team, ey, man weiß ja nicht, ey. Und Toni, dich, okay? Ich meine dich. Ich habe diese Mundharmonika vergessen, im Video einzunehmen. Also, extra für dich geholt, aber ich habe sie vergessen zu gebrauchen. Schön, dass du geschaut hast, und heute parodieren wir Blazecraft nach. Genau, ich werde mir so viel Mühe geben wie nur möglich, um Blazecraft nachzumachen und auch vom Schnittstil her. Das heißt eigentlich, ich versuche ihn zu kopieren, genau, auf meine Art und Weise. Und wenn es euch gefällt, ihr wisst, was zu tun ist. Daumen hoch und vielleicht noch ein Abo für die Leute, die mich noch nicht kannten zuvor, okay? Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder. Hey meine Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast, und heute spielen wir das Skywars auf dem GomeHD.net-Server. Auf der Map Bradur ist meine Lieblingsmap, weil ich da schön rüberbauen kann und natürlich mit Eiern werfen kann. Das ist immer gut. Und Alter, guckt euch das Equipment, Digga, guckt euch das mal an. Das ist richtig. Nice. Genau. Gut, aber dass wir jetzt nicht die Runde verlieren, dürfen wir das Ganze hier nicht vernachlässigen, ne? Das muss gesagt sein, weil oben, die Runde hat hier schon begonnen. Warte mal. Oh. Hochbauen, weil wir haben uns noch nicht richtig equipped. Hupp. Oh, nein. Weg. Nein! Das darf nicht sein. Ja, das ist ja... Es wäre ja schade, wenn wir jetzt schon aufhören, genau. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal in die nächste Runde. Und, Vorab möchte ich aber noch sagen, dass wir nicht jetzt wieder... Sorry, Dreckskobold, ne? Ich habe auch ein bisschen von Dreckskobold mit reingemischt. Das ist so eine Kombi zwischen Blaze und Kobi. Also Dreckstoni, genau. So eine Kombination zwischen Toni und mir. Also nicht böse sein, Toni. Ne? Wenn du das siehst, nicht böse sein. Es ist alles nur gut gemeint. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Richtig geiles Equipment. Das nennt man da richtig. Nice. Genau. Gut. Ich würde mal sagen, wir bauen jetzt erstmal darüber, nicht darüber. Genau, wir bauen jetzt nämlich erst dort drüber, weil dort drüben ist er nicht so stark equipped. Ich würde einfach sagen, den holen wir uns gleich. Gehen wir erstmal hoch. Hoffen natürlich, dass wir natürlich kein Schwert besitzen. Und jetzt sollten wir einigermaßen gut equipped sein. Wir versuchen das Ganze einfach mal mit einem MLG. Nice. Und jetzt den da noch. Ein Double Kill. Oh. So, per Zufall bin ich ein bisschen ausgerutscht. Ihr wisst ja. Ich hoffe aber, das Ganze gefällt euch. Wenn es euch nämlich gefällt, würde ich mich richtig über ein Abo freuen einerseits. Und andererseits natürlich auch über einen Daumen nach oben. Denergy wird es auch gefallen. Ja. Und natürlich ist auch so, Denergy ist so ein richtiger Naturjunkie. Ist so. Kann man nichts machen. Er ist auch lieber so auf Naturzeug. Ihr wisst ja, keine Medikamenten, so wie Hustensaft oder so für Hals oder so. Nee. Da geht er schon lieber vollkommen auf Natur. Und das merkt man ja auch. Ich bin voll seiner Meinung. Also als ich ja gestern noch Halsschmerzen hatte, ich, Toni,
musste ich auch Pisse trinken und es bewirkt Wunder. Wunder, Digga. Das ist nicht mehr normal. Wow. Der Geschmack kann ja ein bisschen besser werden, aber naja, was will man machen? Ganz ehrlich, man kann nicht alles geschenkt haben. Man muss einfach damit zufrieden sein, wo man hat. Und was man hat. Wasser. Nein. Oh, komm, Dankeschön. Nein. Gut. So, ich würde mal sagen, das war's mit der Singeluselei. Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat und so diese Parodie. Ich weiß, pipapo, sorry Leute, ich habe aber die Erlaubnis von Blazecraft bekommen, für die Leute, die mich jetzt meinen, sie sollen mich haten. Nee. Aber ich habe die Erlaubnis davon bekommen, von ihm bekommen, dies zu machen und ich hoffe, dir hat sie gefallen, Blazecraft. Es ist kein Hassvideo oder sonstiges, es ist einfach nur eine lustige Parodie. Mit mir und dir zusammengemischt, so eine Dreckskobold und Toni-Version, genau. Und ich hoffe... euch hat's gefallen. Ansonsten sehen wir uns morgen, übermorgen, überübermorgen oder nie mehr wieder. Und würden wir sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao.